Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Peter aka Uli. Ja, worum soll es heute gehen? Wiederherstellung der Anlage. Natürlich, ich habe mich ja der Spur N hier zumindest auf der Steampunk gewidmet und die Spur Z entfernt. Da möchte ich mich übrigens mal recht herzlich bedanken an der Stelle, dass so viele Zuschauer von mir gesagt haben, mach dein Ding, ist schon in Ordnung, ich bleib dabei. Ich glaube, 5 oder 6 sind dadurch gegangen, aber kann ja jeder machen, gerne wie er möchte. Und dazu möchte ich vielleicht noch sagen, ich habe der Spur Z mitnichten den Rücken gekehrt. Ich habe immer noch Spur Z Material hier liegen. Ich habe Loks da, ich habe Schienenmaterial da, ich habe Häuschen da, ich habe alles, was ich brauche da. Denn es geht auch mit der Z bei mir weiter. Auf der Steampunk, auch dort soll sie so eine Art Schmalspurcharakter bekommen und vielleicht so analogen Automatikbetrieb bekommen. Das weiß ich noch nicht wirklich, aber es wird definitiv was geben, dass sogar auf der Steampunk-Anlage eine Spur Z noch fahren wird, aber eben nicht mehr als Hauptaugenmerk. Das ist die N, die ist für mich jetzt hier deutlich besser für das, was ich vorhabe. Ihr werdet es noch sehen. Wie gesagt, ich habe ja die Platte erweitert. Deswegen wieder herstellen des Ganzen. Ich muss ja wenigstens auf den Stand kommen, wo ich mit der Spur Z gewesen bin. Das heißt, oben, wo die Berge liegen, links. Meine Zuschauer werden es wissen. Das soll natürlich alles wieder erstmal so dahin, wie es gewesen ist, zumindest in groben Zügen. Ja, das ist also die Sache, die ich gerne so behalten möchte, weil mir auch das Layout ganz gut gefallen hat da oben. Das passt super alles noch. Ich kann fast alles genauso bauen, wie ich es in der Spur Z hatte. Und möchte aber, dass ich mit der nächsten Folge, mit dem Video Nummer 25, entsprechend dann auf der rechten Seite der Anlage weitermache. Da habe ich natürlich alles rausgerissen, weil ich ja die Anlage auf der rechten Seite über 1 Meter erweitert habe. Und ich habe es ja im vorletzten Video, glaube ich, gezeigt, dass da auf der rechten Seite der Anlage, wie gesagt, alles weitergeht. Und da habe ich jetzt zum Zeitpunkt des Videos hier, bin ich ja schon am Arbeiten. Das ist natürlich oben links, was ich gerade meine, die es nicht wissen, die es noch nicht gesehen haben. Das stelle ich wieder her. Und hier mache ich übrigens mal, ich habe schon wieder Gedankensprünge, und hier mache ich übrigens das Gleismaterial wieder rein. Das habe ich jetzt am Stück vorher auf meinem Basteltisch hier zusammengefrickelt, alles die Gleisanschlüsse rangelötet, haben wir am Anfang gesehen. Dann habe ich die Gleisstöße miteinander verlötet und jetzt als nächstes kommen natürlich die Weichenantriebe. Und das ist nachher der Punkt 2, der noch kommt. Da komme ich aber gleich zu. Aber wie gesagt, ich stelle das erstmal hier alles wieder her, dass ich an dem Punkt bin, wo ich vorher war und dass wir dann frisch weitermachen können. Ich habe hier mit Sicherheit 90% des aufgezeichneten Materials habe ich hier entfernt. Ich habe das wirklich so zusammengeschnitten. Ich hatte hier unglaublich viel aufgenommen. Und nur entscheide mal, was machst du in das Video rein und was lässt du weg. Aber ich denke mal, die Zusammenstellung sollte soweit passen, dass es eben nicht langweilig wird. Viele Sachen hat man vielleicht schon mal in einem anderen Video gesehen. Und jetzt sind wir hier bei den weichen Unterflurantrieben, was ja an sich nichts Neues ist, aber ich muss das ja bei mir anders lösen, da ich ja die Weichenantriebe nicht unter die Platte setze, also unter das Gleis direkt, sondern anhand dieses Holzstäbchens, wo ich jetzt hier das Messingrohr aufklebe, entsprechend ca. 20 bis 30 cm nach unten auf dem Plattenboden bringe und von dort mit Lenkhölzchen. Das habe ich euch aber schon mal gezeigt, da kommen wir aber noch drauf. Das habe ich jetzt die Antriebe selber noch nicht eingebaut, nur diese Umlenkung nach unten an den Platten Vordergrund bringe, so dass ich jederzeit mal den Weichenantrieb austauschen kann. Also die Weichenantriebe sind relativ weit weg. Das heißt, die sind an der Weiche, gehen erstmal die 20, 30 cm eben dieses Hölzchenlänge hier, die wir gerade sehen, nach unten und von dort mit Sicherheit nochmal einen Meter oder 80 oder Meter, kommt noch an, weil ist ja ein bisschen, meine Platte ist ja nicht gleichmäßig, nach vorne an den Anlagenrand. Das kommt aber alles später. Das ist nachher die Technik, das kommt später, das werden wir auch noch behandeln. Und ja, und hier ist doch relativ hohe Präzision erforderlich, dass die Antriebe, die ich hier bastle,
Da habe ich praktisch Löcher unter die, das sehen wir aber nachher noch, Löcher unter die Weichen gebohrt, so wie man es ja eigentlich auch macht bei der Anlage. Hier sehen wir es, hier ist das Loch, das ist praktisch oben reingeguckt, wo die Schiene nachher verlegt wird. Genau da ist es. Und das Hölzchen hier ist es drunter. Und wenn ich unten das hin und her bewege, hier mit da unten an dem Draht, der da ist, hin und her bewege, bewegt sich das natürlich oben entsprechend hin und her. Hier zeige ich es mal an der Weiche, die ich schon fertig hatte. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, wo ich diesen kleinen Federdraht durch die Messinghülse, die ich da reingelötet habe, durchfädle. Da sieht man es da unten, guckt sie durch. Fummelei hoch 3, weil ich ja nicht rankomme an meine Anlage. Ist ja klar, weil ich ja den Boden drunter habe. Ich kann ja nicht wirklich von unten, mich, wie viele so schön können, sich drunter legen oder die kippen ihre Module um oder wie auch immer. Das geht hier nicht, ne? Und hier guckt jetzt der Federdraht durch das Messinghülschen da unten raus. Hier sieht man es hoffentlich. In der Vorschau sehe ich es, ja, da unten ist es. Und da mache ich aus einer alten Lüsterklemme, da mache ich das Plastik ab ringsrum und dann wird das lediglich da unten mit fixiert. Hier sieht man es, hier mache ich jetzt praktisch die Innereien einer Lüsterklemme raus und da sehen wir es angebaut schon dran. Und jetzt wird im Grunde genommen das alles hier, das Hölzchen, verklebt. Und wie ich das, während ich das verklebe, muss ich das ausrichten. Das heißt, dass die Funktion, wenn ich hier unten bewege, auch oben die Weiche ordentlich sich bewegt. Das sieht jetzt hier immer alles ganz toll und einfach aus. Es ist wirklich Fummelkram. Man sieht, ich habe da was drunter gelegt, an der Seite die Styrodurteilchen und so weiter und so fort. Aber es ist machbar. Es ist alles lösbar und es funktioniert wirklich, wirklich prächtig. Das habe ich dann mit diesem kleinen Holzdreieckchen alles fixiert, das läuft sehr, sehr gut. Ja, hier entferne ich überschüssiges Styrodur, was ich anbringen musste, da ich ja mehr Platz brauchte für die Spur N und auch jetzt hier ein weiteres Gleis einfüge, was es früher nicht gab. Das heißt, mein oberer Bereich ist jetzt in Zukunft zweispurig und entsprechend brauchte ich da noch ein bisschen Platz. Das habe ich mit Styrodur Kanten gemacht. So, hier sehen wir noch mal ganz kurz so ein bisschen ein paar Aufnahmen, wie ich das dann oben alles gelegt habe. Da kommen die zwei Brückchen wieder oben hin. Das passt alles super. Und jetzt möchte ich bloß mal hier die Testfahrt machen mit der V200 und wie die jetzt über die neu gelegten Gleise drüber fährt und wie sauber die auch vor allem fährt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Deswegen wird ja auch alles ordentlich verlötet und geschliffen mit 6000er Sandpapier und hast du nicht gesehen. Jetzt habe ich unten von Hand geschaltet, die Weiche, wo später natürlich unten der Motor dran kommt zum Anlagenrand. Und jetzt fährt die oben auf das Gleis auf, was früher schon mal existierte. Und hier vorne mit den zwei roten Pinnnadeln, das wird das neue Gleis werden, das oben praktisch ein doppelspuriger Bereich entsteht, wo eben auch der Bahnhof dann doppelspurig sein wird. So, jetzt wird die Weiche oben wieder gestellt. Das heißt, ich habe ja zwei parallel. Da sieht man hinten diesen hellen Holzstängelchen, der nach unten geht. Der Rest ist ja alles schon schwarz gemalt. So, und jetzt geht es hier hoch an meinen Styrodurberg vorbei, die kleine Hütte. Das passt vom Maßstab super auch zur N, kann ich nicht anders sagen. So, und jetzt geht es hier oben rum um die Ecke. Da oben ist wieder die Bogenweiche verbaut, die ja früher bei der Spur Z auch war. Und hier geht es praktisch auf die erste Brücke drauf, die natürlich unter dem Gleis noch nicht liegt. Läuft super. Ist oben alles R1, der kleinste Radius, der machbar ist. Den brauchte ich ja. Den brauchte ich vor allem, weil mein Schrankwendel, wer ihn kennt, der wird ja auch mit dem R1 gemacht. Und das muss eben alles da funktionieren. Also mir nützen keine Fahrzeuge, was die R1 nicht schaffen. Also den kleinsten Radius auf der Spur N. So, dass wir auf einen Durchmesser von nicht ganz 40 cm kommen. Ja. Und im Grunde war es das schon für die Erfolge. Und als nächstes geht es dann weiter rechts mit der Anlage. Und da geht es auch aus dem Schrank wieder raus. Also es dürfte noch recht interessant werden. Jetzt habe ich hier alles schwarz gemacht wieder, dass der ganze Untergrund nicht mehr so lausig aussieht. Und ich denke, so können wir es erstmal lassen. Und an dieser Stelle kann man super hinten weiterbauen. Die Brücken werde ich jetzt fertig machen als nächstes und so weiter. Es gibt viel zu tun, meine Freunde. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und sage, macht schön gut. Bis zum nächsten Mal. Dein Aquapinter, aka Oli. Tschüss.